Im Mai 1884 stand Oswald Ottendorfer während der feierlichen Eröffnung des deutschen Dispensariums, eines armen Krankenhauses mit Medikamentenausgabe, auf einem Podium und fand lobende Worte für seine Frau Anna. Die Festredner teilten sich die Bühne mit einem großen Porträt von Anna Ottendorfer und würdigten ihr Engagement. Bis zu ihrem Tod im April 1884 arbeitete Anna unermüdlich mit ihrem Ehemann an der Finanzierung und dem Bau des neuen Klinikgebäudes und der angrenzenden freien Bibliothek und Lesehalle. Indem sie beide Einrichtungen kombinierten, folgten die Ottendorfers eine Philosophie des 19. Jahrhunderts, die sich für die ganzheitliche Förderung von Geist und Körper aussprach. Eine dezente Anspielung auf die Philosophie findet sich in den Büsten, die die Fassade des Gebäudes zieren. Und sowohl klassische als auch moderne Wissenschaftler, Ärzte und Verfasser medizinischer Werke abbilden. Nach der Fertigstellung war das Gebäude Standort des deutschen Dispensariums bis 1906, als die Einrichtung, ebenso wie viele der deutschstämmigen Einwohner Kleindeutschlands, nach Yorkville übersiedelte. Zum Glück für die Zurückgebliebenen wurde das Gebäude an die Deutsche Poliklinik verkauft, eine andere Wohltätigkeitsorganisation, die sich um die deutsche Bevölkerung New Yorks kümmerte. Der Erste Weltkrieg schürte eine deutschenfeindliche Stimmung und so änderte die Klinik ihren Namen vorübergehend in Stuyvesant Polyclinic Hospital. Nachdem die feindliche Stimmung abgeklungen war, griff man wieder auf den Vorkriegsnamen zurück. Als der Zweite Weltkrieg eine ähnliche Gesinnung hervorbrachte, benannte man das Gebäude endgültig in Stuyvesant Polyclinic Hospital um. Heute, mehr als 125 Jahre nach ihrer Erbauung, dienen die Gebäude des Deutschen Dispensariums und der Freien Bibliothek und Lesehalle noch immer der Förderung des geistigen und körperlichen Wohls der Einwohner des Viertels.